Und so war die evangelische Kirche geboren. 150 Jahre nach Martin Luther ist das Werk vollbracht, das große christliche Schisma. Eine Geburt, die mit dem Thesenschlag von Wittenberg durch Martin Luther im Jahr 1517, also vor genau 500 Jahren, ihren Anfang genommen hatte und mit dem Westfälischen Frieden von 1648 schließlich zu Ende war. Es sind 131 Jahre gewesen und die Nachwelt wird sie als das Jahrhundert der Glaubenskämpfe bezeichnen. Und diese Jahre finden ihren düstersten Höhepunkt in dem damals schrecklichsten aller Kriege, dem Dreißigjährigen Krieg. Der Dreißigjährige Krieg war allerdings kein reiner Religionskrieg. Dafür spielten zu viele rein politische Elemente eine dominante Rolle. Das zentrale Thema des Dreißigjährigen Krieges ist die europäische Hegemonie. Doch Religion ist hierbei allgegenwärtig und in gewohnter Manier lässt sie sich allzu leicht für allerlei schmutzige Zwecke einspannen. Und das ließ er sich nicht nur über den Dreißigjährigen Krieg sagen, sondern auch über das Thema dieser Videoreihe. Ich spreche von dem Hexenphänomen. Unsere Geschichte findet auf den Trümmern dieses entsetzlichen Krieges statt. In jenen Jahren, in denen die norddeutschen Bürger versuchen, zur Normalität zurückzufinden. In einer Stadt scheitert dieser Versuch kläglich. Bis heute wird die norddeutsche Stadt Lemgo mit Gräueln besonderer Art assoziiert, mit Hexenprozessen und den Hinrichtungen von Frauen. Dass Hexen auf dem Scheiterhaufen endeten, ist ein Bild, welches tief in unsere historische Vorstellung eingegangen ist, nicht wahr? Auch jemand, der noch nie ein Sachbuch gelesen hatte, weiß etwas darüber oder hat zumindest davon gehört, dass es das gegeben hatte. Diese eher volkstümliche Vorstellung äußert sich heute insbesondere bei zwei Diskussionspunkten. Erstens bei der Gesamtbewertung der katholischen Kirche und zweitens innerhalb des modernen Feminismus. Bevor wir uns also den spezifischen Ereignissen in Lemgo zuwenden, möchte ich auf diese beiden Punkte möglichst kurz eingehen. Über Hexenprozesse und die Katholiken ließe sich sicherlich vieles erzählen und doch wären die historisch auswertbaren Resultate stets deutlich dünner als die volkstümliche Empfindung. Ich selbst bin alles andere als ein Katholik. Doch meine eigenen Studien der europäischen Geschichte haben mir doch so oft gezeigt, dass es zu einem etwas postmodernen Volkssport geworden ist, immer für alle Schandtaten des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks die Katholiken verantwortlich zu machen. Nun, ich finde, Kritik muss dort platziert werden, wo sie angemessen ist. Doch in dieser ständigen Gesamtanklage wird leider zu oft übersehen oder bewusst ignoriert, dass bei vielen Entgleisungen der europäischen Geschichte jemand ganz anderes der eigentliche Schurke ist. Nicht die Kirche, sondern das europäische Bürgertum. Untersucht man diverse Vorgehen näher, wird doch schnell deutlich, dass es die im Mittelalter, doch vor allem in der Renaissance, rasend aufsteigende Kultur des Monetarismus war, die zu allerlei Abscheulichkeiten führte. Die Leute haben getan, was sie getan haben, nicht weil sie religiöse Fanatiker waren, das mochte lediglich eine nützliche Begründung sein, sondern weil sie gierig waren und nach Reichtum trachteten. Und gerade in Regionen, die von Kriegen verwüstet waren, boten sich unzählige Gelegenheiten, Menschen zu enteignen oder sie ihres Erbes zu berauben. Es ist kein Zufall, dass sich Lemgo gerade nach dem Dreißigjährigen Krieg seinen Spitznamen das Hexennest verdient hatte. Und darüber wird es noch einiges zu sagen geben. Auf jeden Fall wird deutlich, dass jene Brandherde der Hexenverfolgung häufig nicht in katholischen Regionen lagen, sondern in protestantischen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die evangelische Religion moralisch schlechter wäre und somit besser dafür geeignet, für fanatische Verrücktheiten eingespannt zu werden. Nein, nein. Es hat oft mehr damit zu tun, dass in reformierten Landkreisen das Bürgertum größere Handlungsräume besaß. Aber es hat auch damit zu tun, dass viele evangelikalen Regionen besonders unter dem Dreißigjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich will natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Haben Katholiken abscheuliche Dinge begangen? Haben sie Hexen verbrannt? Natürlich, die berühmte Inquisition war eine Realität. Aber die Ursache, weshalb Hexenverbrennungen heute noch so tief im alltäglichen Bewusstsein sind, kann man eben nicht bequem dem Katholizismus anhängen. Das greift viel zu kurz. Ohnehin spricht hier viel dafür, dass eine führende Religion beim Aufkommen des Hexenphänomens erstmal etwas Mühen hat,
diese Vorstellungen und Ängste in der Bevölkerung mit dem eigenen Dogma in Einklang zu bringen. Das Christentum hatte oft erstmal versucht, den Glauben an die Hexerei zu unterbinden, bis es einzelnen Individuen überhaupt erst gelang, das Christentum für Hexenverfolgungen einzuspannen, verging Zeit. Zu oft wird dabei deutlich, dass die wahren Schurken nicht Männer in Priesterroben waren, ausnahmsweise, sondern Bürgermeister, Stadträte, eben die Lokalpolitiker jener Ära. Und nein, ich will hier nicht apologetisch die Religion aus der Verantwortung nehmen. Leider scheint sich jede nur denkbare Religion dafür zu eignen, ein nützliches Instrument solcher Diffamierungen zu sein. Mit der Religion im Gespann ist es immer deutlich leichter, Minderheiten einzukreisen und auszumerzen. Dies ist ein inhärenter Fehler, der jeder Religion innewohnt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bereitschaft einer Gruppe an etwas Ominöses, Unsichtbares und de facto Unbeweisbares zu glauben, eine nützliche Vorstufe darstellt, um jene, die nicht in diese Gruppe hineingehören, anschließend zu marginalisieren. Was meine ich damit? Nun, jede Religion ist in letzter Hinsicht tief chauvinistisch. Der zweite Punkt, der mir in der Entschlüsselung des Hexenproblems wichtig erscheint, ist die erwähnte feministische Betrachtung in unserer Gegenwart. Es gibt häufig diese verklärte Vorstellung, dass damals die europäischen Wälder voller weiser Frauen waren, die etwas wüste Frisuren trugen, dafür aber in Sachen Heilkunst extrem sachkundig waren. Dem wohnt die unterschwellige Kritik inne, dass damals alle Männer jene Frauen gehasst haben, die nicht bereit waren, sich zu schminken und brav das Burgfräulein zu mimen. Und aus diesem Hass heraus musste man diese weisen Frauen jagen und verfolgen. Man erklärte sie zu Hexen und verbrannte sie auf dem Scheiterhaufen. Es gibt unzählige, teilweise grottenschlechte Romane, die genau in diese Kerbe schlagen. Und es gibt heute viele Menschen, die diese Legenden glauben, als wären sie eine historische Realität. Und diese Sichtweise mag einige gesprenkelten Punkte der faktischen Realität besitzen, doch im Großen und Ganzen ist es eine ahistorische, postmoderne Fantasie, die man da eifrig auf die Vergangenheit projiziert. Dieses feministische Hexenbild hat leider eine ungünstige Genesis. Es ist zum einen fast vollständig eine Fiktion von Jakob Grimm, der die Hexen als Hüterinnen der germanischen Traditionen und des alten Wissens, was immer das auch ist, stilisiert hatte. Dieses Bild wurde recht erfolgreich von den Nazis aufgegriffen, die eine gewisse Obsession für Hexen besaßen. Wir betrachten heute den Nationalsozialismus als eine Ideologie, welche die Frauen vorrangig am häuslichen Herd gesehen hatte und als Gebärerinnen neuer Arier. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wir uns zu sehr von irgendwelchen medial wirksamen, doch wirren Sprüchen von Eva Hermanns beeinflussen lassen oder Konsorten. Der Nationalsozialismus besaß einen eigenen völkischen Feminismus, der dort von Vordenkerinnen wie Mathilde Ludendorff geprägt wurde. Wolfgang Behringer zitiert in seinem Buch Die Hexen auf Seite 94. In ihrem Pamphlet »Christliche Grausamkeit an deutschen Frauen« schrieb sie, Christen hätten den Hexenwahn gelehrt, Hexenverfolgungen zur religiösen Pflicht erhoben und zu diesen Verbrechen an den Frauen angereizt. Ergebnis waren jene grauenvollen Folterungen und Verbrennungen der 9 Millionen Hexen, die die Christen auf dem Gewissen haben. Wie die Sowjetgräuel für den Marxismus sei die Hexenverfolgung Gradmesser für den Wert der Lehren, auf die sie sich gründen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, doch in der Nachkriegszeit blieb das Bild der weisen Frauen durchaus haften und wurde zu einem feministischen Identifikationsbegriff. Dadurch wird diese Idee aber nicht weniger fiktiv. Doch wollen wir die Märchenstunde verlassen, müssen wir uns der Tatsache stellen, dass weder im Mittelalter noch im Barock das Miteinander der Geschlechter so ausgesehen hat. Und ich kann sehr gut verstehen, weshalb das Bild der heilkundigen, belesenen Frau, die von religiösen, bigotten Fanatikern verfolgt wird, so gut ins feministische Denksystem passt, auch wenn es Legendenbildung ist. Doch ich kann an dieser Stelle ein anderes Szenario anbieten, das viel mehr der historischen Wirklichkeit entspricht und in meinen Augen dieselbe feministische Relevanz besitzt. Nehmen wir doch das frühe Barock. Es besteht kein Zweifel daran, dass das gesamte Mittelalter und auch die Renaissance durch und durch hegemoniale, extrem patriarchale Kulturen waren. Die Frau war darin eine Person zweiter Klasse und ihre Spielräume waren entsprechend beschnitten. Doch schon mit der Renaissance beginnen sich manche Dinge zu ändern und in kleinen Schritten zu verbessern.
Es waren Verbesserungen, die sich vor allem im Bereich gewisser Handwerke bemerkbar machten, zumindest jene Tätigkeiten, die seit jeher als weiblich empfunden wurden. So konnten mancherorts, ich sage bewusst mancherorts, denn das katholische Bayern war hierbei deutlich rückschrittlicher als das reformierte Norddeutschland, so konnten in manchen Regionen Frauen langsam eigene Zünfte gründen und damit auch eigene Betriebe betreiben. Natürlich freute sich die Gesellschaft in ihrer eingefleischten Bigotterie immer darüber, wenn da doch noch irgendwo ein Mann stand, der nach dem Rechten sah. Doch häufig war dies nicht gegeben, denn Männer starben auch damals früher und häufiger, nicht selten durch Kriegsdienst. Gerade im Mittelalter waren Frauen in Zünften kaum denkbar, denn die Aufnahme in eine Zunft verpflichtete zum Waffengang und zur Teilnahme am Krieg. Denkt mal an die Nachtwache von Rembrandt. Das sind keine Soldaten, die man da sieht. Das sind Mitglieder einer Gilde, heute würde man von Vereinsmeiern sprechen, die sich dort für Soldaten ausgeben. Hier sieht man barocke Männer, die ein extrem veraltetes, aus dem Mittelalter stammendes Lebensgefühl reflektieren, das in ihrer eigenen Zeit fast ein wenig altbacken anmutet. Das Gemälde ist ein perfektes Sinnbild einer Männergesellschaft, die keine Frauen in ihrer Nähe wünscht. Außer vielleicht als allegorische Gestalten auf Gemälden. Doch am Vorabend des Barocks beginnen sich diese Dinge ein wenig zu ändern. Und ich gebe es nur ungern zu, doch der Grund dafür ist häufig ein gewisser kapitalistischer Pragmatismus, der langsam auf dem Vormarsch ist. Und ja, diese Art von wachsender Freiheit für Frauen zieht in der Tat manchmal aggressive und gewaltsame Reaktionen der eifersüchtigen Männer nach sich, die schon immer Frauen unterschwellig gefürchtet haben und es bis heute tun. Und es kann auch sein, dass die Lockerung solcher Dinge wie des Erbrechts zugunsten von Frauen vorrangig damit zu tun hat, dass die Konflikte und Verwüstungen in dieser Zeit brutaler geworden sind, vielleicht nicht zuletzt durch die Erfindung der ballistischen Waffen, also der Kanonen. Immer mehr Frauen blieben alleine auf Höfen und in Betrieben sitzen. Es gab damals in jeder Stadt ganze Scharen an Witwen. Und hatte der Ehemann solcher Frauen einen Gutshof besessen oder aufgebaut oder einen Handwerksbetrieb in der Stadt oder einfach ein ansehnliches Haus, fiel dieser Besitz der alleinstehenden Frau zu. Gerade dann, wenn es keine Söhne gab, weil diese vielleicht im Krieg gefallen waren. Und ja, es gab nachweislich Zusammenkünfte von Männern, die heimlich Pläne geschmiedet haben, wie man solchen Frauen dieses Eigentum entreißen könnte. Und dazu hatte man gerne alle Register des gängigen Aberglaubens und alle Schwächen der damaligen Gerichtsbarkeit ausgenutzt. Dies waren aber keine Säuberungsaktionen an Frauen, weil diese lesen und schreiben gelernt haben oder heilkundig waren und die dummen Männer dies als Frevel ansahen, wie es eben oft in irgendwelchen kitschigen Abenteuerromanen à la Dan Brown kolportiert wird. Nein, dies waren aggressive, feindliche Übernahmen durch gewissenlose Profiteure, die vollständig verinnerlicht hatten, dass die Gesellschaft ziemlich leichtgläubig war und mit Hilfe von Folklore hinters Licht geführt werden konnte. Und ich behaupte nicht, dass dieses Szenario als alleinige Erklärung für das globale Phänomen der Hexen dienen kann. Das ginge eindeutig zu weit. Doch es ist ein durchaus nachvollziehbares Motiv, das in Einklang mit feministischen Ideen gebracht werden kann, ohne dass man hierzu historische Fakten aus dem Fenster wirft und stattdessen ein unhistorisches Märchen über weise Frauen erschafft. Nähert man sich also den Hexenprozessen von Lemgo, ist es geradezu vorprogrammiert, dass man moderne Legendenbildung überwinden muss. Man muss dabei auch verstehen, dass eine Gesamtbetrachtung des Hexenphänomens etwas zu groß ist, um einheitlich Aussagen zu fällen. Sie ist auch zu groß für eine Videoreihe. Insbesondere, wenn diese Videoreihe von einem Amateur ohne akademischen Hintergrund produziert wird, also mir. Es gibt hier unzählige Betrachtungswinkel, auf die ich vermutlich kaum eingehen werde. Zum Beispiel der hochproblematische Hexenglaube im heutigen Afrika oder die ethnologische Perspektive eines Bronislaw Malinowski. Oder die Interpretation des Hexenglaubens durch einen Sigmund Freud, der darin eine Triebverdrängung sah, die sich naheliegenderweise in Aggression entlädt. Und ja, natürlich können wir dem europäischen Hexenglauben nicht seine theologische Dimension absprechen. Kämpfte doch das Christentum seit Jahrhunderten mit dem eigenen Theodizee-Problem und suchte unentwegt nach Antworten auf die schmerzhafte Frage, weshalb Gott so viel Leid zulässt, ungeachtet dessen, wie eifrig man zu ihm betet.
und konnten zur Abwechslung nicht die Juden herhalten, fragte man sich natürlich auch mal, wer sonst noch alles mit dem Teufel im Bunde stehen konnte. War doch der Satan die einzige Instanz, die halbwegs jenseits des göttlichen Plans operieren konnte und somit die einzige Möglichkeit darstellte, das Unrecht inmitten bußfertiger Gemeinschaften erklärbar zu machen. Und ich bestreite nicht, dass man auf der Ebene anekdotenhafter Begebenheiten für jeden erdenklichen Blickwinkel ein Argument finden mag. Ist es somit undenkbar, dass ein Dorffahrer so eitel und so eifersüchtig war, dass er aus bloßem Fanatismus heraus eine etwas zu schlaue Kräutersammlerin an den Scheiterhaufen brachte? Ich bin sicher, es gab auch solche Einzelfälle. Es gibt auch Menschen, die auf der Autobahn sterben, weil sie beim Autofahren Sex hatten. Es ist dennoch anekdotenhaft und sagt weder viel über Sex noch über das Autofahren aus. Bei Hexen sprechen wir eben von einem Phänomen, das immer und stets bestanden hatte und die ganze Welt abdeckt. Doch es verbietet sich, aus solchen Anekdoten ein gesamtprägendes Weltbild zu stricken, das wir uns dann gegenseitig als Geschichte vorhalten. Ich möchte zum Abschluss noch einen Absatz aus der Einleitung zu Wolfgang Behringers Buch Hexen lesen. Wolfgang Behringer ist Historiker und hat sein Leben der Hexenthematik gewidmet. Er darf zu Recht als einer der größten Fachleute zu diesem Thema gezählt werden. Früher betonte Bedingungen wie die christliche Dämonenlehre, der römische Inquisitionsprozess, die legale Tortur im Strafverfahren, frauenfeindliche Fantasien von Klerikern oder fiskalische Absichten des Staates haben an Erklärungswert verloren. Die Entdeckung, dass Hexenverfolgungen primär von der Bevölkerung gewünscht und notfalls gegen den Willen der Obrigkeit durchgeführt worden sind, entschuldigt nicht die Anteile der Kirche, der Justiz und des Staates an den Verfolgungen, hat sie aber relativiert. Stattdessen hat die Analyse sozialer und psychischer Strukturen an Bedeutung gewonnen. Europäischer und außereuropäischer Hexenglaube erweisen sich als stärker vergleichbar als früher angenommen. Folter und Tötung von Hexen gab es auch außerhalb des christlichen Kulturkreises. Hexerei und Hexenverfolgung sind Themen, welche die ganze Menschheit betreffen. Und das ist auch alles, was ich dazu in dieser ersten Episode sagen möchte. Ich wollte mich an dieser Stelle erstmal nur mit der modernen Wahrnehmung von Hexen befassen und einige Vorurteile aus dem Weg räumen. Soweit das überhaupt in so wenigen Sätzen möglich ist. Oder, um wieder mal Fontane zu zitieren, ach Luise, lass, das ist ein zu weites Feld. Lasst euch nicht polarisieren.